In vielen Städten wird immer wieder wegen der unterschiedlichsten Sachen Theater gemacht. Nicht selten endet dies vor Gericht. In Naumburg war es am 2. Juli genau andersherum. Es wurde zwar auch Theater gemacht, aber es begann im Oberlandesgericht und das sogar mit einem musikalischen Auftakt. Na, es ist ja was Neues, was wir hier machen, der erste Naumburger Theaterspaziergang, und wir sind auf den Spuren von Herbert Rosendorfer. Und die Idee ursprünglich war, ich wollte was machen, dass ich aus dem Haus rausgehe, also mehr in die Stadt rein, um die Stadt quasi ins Theater zu holen. Und dann habe ich nach Orten gesucht, die also theatral interessant wären, und dann bin ich irgendwann auf Herrn Rosendorfer gestoßen, der ja hier im Gericht lange Jahre als Richter tätig war, und habe dann Texte von Rosendorfer zu so einer Textcollage verbunden. Und man sieht also heute sozusagen an verschiedenen Orten Rosendorfer. Wir präsentieren verschiedene Dialoge, Szenen, auch Monologe von Rosendorfer. Also der ist im Grunde dem Rosendorfer und der Stadt Naumburg gewidmet, dieser Spaziergang. Die erste Szene des Spaziergangs ist ein Briefwechsel zwischen Rosendorfer und seinem Verleger und wurde im Gerichtssaal aufgeführt. Herbert Rosendorfer war nicht nur Richter, sondern auch Autor von Romanen, Erzählungen, Theaterstücken, Fernsehspielen und vielem mehr. Bevor er Rechtswissenschaften studierte, studierte er Bühnenbild. Herausragend sind erstmal die Gebäude dieser Stadt, also wie das OLG hinter mir oder dann auch in so einer alten Arztpraxis, einem Warteraum und dann in einer Kapelle. Und ich wollte gerne diese Orte irgendwie zugänglich machen. Und dann war die Frage, wie man das jetzt sozusagen mit Theater verbinden kann. Und da bin ich Gott sei Dank auf diesen Herrn Rosendorfer gestoßen. Und er hat natürlich auch gerade so im kleinen Format Texte geschrieben, die sich sehr gut eignen, dass man die isoliert zeigen kann. Und dadurch ist er für diese Sache geradezu ideal. Und es gibt natürlich eine direkte Verbindung zu Naumburg. In der Bibliothek des Oberlandesgerichtes wurde ein Text über den weniger bekannten Komponisten Oskar Strauß aufgeführt. Das Herz Rosendorfers schlug offensichtlich für die Kunst. Seine Erfahrungen im juristischen Beruf zeigen sich auch in seinen Werken. Ich glaube, der Broterwerb war noch vielleicht noch ein bisschen mehr der Job als Jurist, aber er hat auch unglaublich viel geschrieben. Also Prosa, dann Romane, sehr viel Theaterstücke, sogar eine Oper. Also er war sehr, sehr vielseitig. Und dadurch habe ich dann vom Verlag dieses ganze Konvolut bekommen und durfte mich dann so ein bisschen da so durchlesen. Teilweise diagonal, sonst hätte ich das gar nicht geschafft. Und er war auch als Autor relativ erfolgreich, ja. Herbert Rosendorfer wurde in Bozen 1934 geboren, lebte, studierte und arbeitete in München und Bayreuth. Ab 1993 war er Richter am Oberlandesgericht in Naumburg. Also manchmal sind sie auch sehr mit dem Süddeutschen verbunden, also mit München. Es gibt so einige, jedenfalls in den Sachen, die wir jetzt hier haben, Sachen, die auf München anspielen, auf Naumburg auch ein bisschen. Aber er ist schon relativ bekannt, vielleicht regional noch stärker, also im Münchner Raum. Und dann bei Juristen ist er sehr bekannt. Einer der einzigen ist, der so viel geschrieben hat, ja. Der dritte Akt spielte im Warteraum einer Arztpraxis. Zwei ältere Damen führen eine Konversation über ihre Krankheiten. Dabei erfahren sie eine ganz neue Erkenntnis der Medizin. Rauch ist gesund. Was? Was bitte? Ach so, Sie sind noch nicht mit den neuesten Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertraut. Sehen Sie, der Kongress hat herausgefunden, dass Rauch für den Krebs ungünstig ist. Das ist eigentlich ganz logisch, oder? Durch vieles Rauchen werden die Krebszellen so geschwächt, dass sie sich nicht weiterentwickeln können, ja sogar absterben. Ja. Ja. Aber ich habe gehört, dass Krebs durch Rauchen entsteht. Ja. 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 Aber wenn man ihn dann hat, soll man weiter rauchen. Merkwürdig. Ja, deswegen habe ich gedacht, es würde Sie nicht stören, wenn ein bisschen Rauch zu Ihnen hinübergeht. In einer Kapelle war so dann auch der Tod das Thema, beziehungsweise hatte der Protagonist davon geträumt, dass dieser bei ihm schon eingetreten war. Der rote Faden ist, ich sag mal, Rosendorfer. Aber es ist nicht so, dass die Szenen aufeinander aufbauen. Die sind alle sozusagen, die stehen alle für sich. Es gibt dann vielleicht im Ganzen so ein Puzzle, dass man so einen Eindruck von der Bandbreite dieses Autors, ja. So könnte ich sagen, ja. Acht Akteure spielten und führten durch das Programm, inklusive der zwei Violinistinnen und den zwei Schauspielschülerinnen, die die Theaterspaziergänger durch Naumburg lotsten und ebenfalls Texte von Rosendorfer darboten. Doch warum Herbert Rosendorfer und keine berühmteren Autoren? Da ja relativ schnell klar war, dass ich hier beginnen will,
wollte ich natürlich einen nehmen, der auch hier war. Also ich kannte Rosendorfer ja auch nicht vorher. Also ich wusste natürlich überhaupt, dass der gibt, dass es den gibt nicht. Und da ich dann auch gleich fündig geworden bin, was nützt mir dann Berühmte ran nicht? Also und das ist ja auch, ich finde so, also für mich ja als Theatermensch jetzt hier in Naumburg, dass ich natürlich Sachen machen möchte, ohne provinziell zu sein, die einen regionalen Bezug haben. Und trotzdem soll es eine Weltoffenheit präsentieren. Und dafür ist er natürlich ideal, weil er war hier und er ist ein weltläufiger Mann, nicht? Also er hat einiges gesehen und deswegen war das eigentlich klar, dass ich ihn nehmen muss, ja. Das Konzept ging auf alle Fälle auf. 6 Termine wurden für diesen Spaziergang angesetzt. Ein kleines Format, wir haben maximal so 40, 45 Plätze und die waren jetzt, wir mussten auch Leute nach Hause schicken, also es läuft sehr gut, ja, es wird sehr, sehr gut angenommen. Es hat auch einen Charme, wenn man dann hier oben beginnt, dann läuft man so als Gruppe, man wächst ja auch so als Gruppe durch dieses Spazierengehen, gemeinsam laufen, so zusammen. Also ich bin mit der Resonanz sehr, sehr zufrieden, ja. Vor dem Tresen im Foyer des Naumburger Theaters fand der Spaziergang seinen Abschluss. Eine Bardame berichtete über ihre Beziehung mit einem in einer ehelichen Beziehung Befindlichen. Und das eben nicht ohne Tücken. Ein neuer Theaterspaziergang ist zumindest schon angedacht. Ja, ja, ich meine, ich den ersten machen, muss ich den zweiten auch machen. Das wird natürlich nicht unbedingt leichter mit dem zweiten, weil man kann ja nicht einfach das wiederholen. Man muss es also irgendwie anders machen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ich habe zwar noch so ein paar Orte im Kopf, aber man muss auch wieder Orte finden. Hier haben wir jetzt ja Orte, die teilweise bekannt sind und teilweise völlig unbekannt. Also wo manche noch nie in ihrem Leben drin waren. Und das immer so zu schaffen, ist sicherlich nicht ganz leicht, ja. Möglicherweise ist es aber jetzt so ein bisschen Wabanke gesagt. Also wir haben nächstes Jahr das Motto in der Spielzeit, was ist Wahrheit? Und dann heißt es vielleicht auf den Spuren der Wahrheit. Das heißt, dann habe ich sozusagen den roten Faden nicht über ein Auto, sondern über ein Motto, über das Thema Wahrheit. Und dann kann ich sozusagen verschiedene Autoren einbauen. Da gibt es natürlich auch viele Sachen von Nietzsche, der über Wahrheit nachgedacht hat. Ist natürlich nicht unbedingt, wenn man an Nietzsche denkt, lustig, weil man muss natürlich gucken, dass er auch einen Unterhaltungswert hat, einen gewissen. Und das ist natürlich bei Rosendorfer viel mehr gegeben, ja. Muss ich gucken, weiß ich noch nicht genau. Ist ja noch ein bisschen hin, bis zum nächsten Mai, ja. Also das Theater Naumburg diesbezüglich vormerken. Vielleicht gibt es in Zukunft auf andere Weise auch mal ein Wiedersehen mit den Werken von Herbert Rosendorfer und Dr. Bayer!